Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Das heutige Video ist das zweite Video in unserer Spezialreihe, die spezielle Relativitätstheorie, SRT. Und es geht heute eigentlich um Licht, Lichtgeschwindigkeit und damit zusammenhängenden Äther, falls es jemand schon gehört hat. Nun, fangen wir einfach von vorne an. Licht, jeder von uns kennt es, wenn man das Licht einschaltet, man merkt nicht, dass eine Zeitverzögerung ist. Selbst wenn man sich mal ein Gewitter anschaut, sieht man den Blitz sofort, der Donner kommt später nach. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit muss auf jeden Fall höher sein als die Schallgeschwindigkeit. Und schon in der Antike ging man davon aus, dass Licht sich instantan ausbreitet. Das heißt, instantan ausbreiten würde bedeuten, wenn es irgendwo ist, als Ereignis, man stellt die Lampe an, dann sieht man das sofort überall, wenn es halt hell genug wäre. Und somit hätte die Lichtgeschwindigkeit eigentlich den Wert unendlich. Naja, man hat das mit der Zeit überprüft, das war dann schlussendlich an einen Astronomen, der das festgestellt hat. Der hat dann den Jupitermond Io beobachtet und hat das alles aufgeschrieben, hat festgestellt, dass es nicht komplett zyklisch verläuft und hat Gründe dafür gesucht und hat dann festgestellt, naja, wenn die Erde näher zusammen ist, kommt das Licht einfach schneller bei uns an und wenn die Erde und der Io weit auseinander sind, wenn Erde und Jupiter weiter auseinander sind, dann braucht das Licht länger. Deswegen kommen diese unzyklischen Verhalten zutage. Und so hat er festgelegt, es müsste eine Lichtgeschwindigkeit geben, die kann nicht unendlich sein und er hat sie versucht zu berechnen. Das war noch nicht ganz den Wert, den wir heute haben, aber er hat einen Wert bestimmt. Naja, man versuchte also das immer weiter und weiter. Es gab dann Franzosen, die haben versucht mit Spiegelanordnungen und kleinen Motörchen, die Zahnräder angetrieben haben, versucht dann über die Frequenz dieses Rädchens die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Man hat es auch einigermaßen gut hinbekommen. Doch was man zuerst machen musste, man musste sich immer klar werden, was ist eigentlich Licht? Man hat sich also überlegt, naja, Licht, es breitet sich geradlinig aus, also als ob es ein Teilchen wäre, als ob es, man könnte es vergleichen mit einer Gewehrkugel. Und andererseits hat es auch Eigenschaft einer Welle und immer mehr und mehr wurde dann im 19. Jahrhundert festgestellt, dass Licht eigentlich eine Welle sein muss. Und man kam dann dazu, ja, es ist eine Welle. Wenn wir uns aber jetzt mal klassisch vorstellen, was eine Welle ist, das ist für uns sowas wie eine Wasserwelle oder die Schallwelle. Und naja, wir hören nicht gerade, wir hören im Prinzip um die Ecke, aber um die Ecke sehen können wir nicht. Das heißt, da gibt es irgendwelche kleinen Probleme in dieser Theorie. Außerdem braucht sowohl die Wasserwelle, das Medium Wasser zum Ausbreiten, als auch der Schall braucht wenigstens die Luft oder auch im Metall kann sich Schall ausbreiten, je härter das Material ist, umso schneller breitet sich der Schall aus. Das heißt, man sucht eigentlich dieses Medium, in dem sich Licht ausbreitet. Es kann nicht Luft sein, denn wenn überall Luft wäre, würden die Planeten aufgrund der Luftreibung immer langsamer, wenn die Planeten bewegen sich immer gleich schnell. Das heißt, im Weltall kann keine Luft sein, da ist eigentlich nichts. Und man hat überlegt, was könnte das sein? Das muss nicht wirklich fassbar sein. Also hat man gesagt, das ist der Äther. Der Äther war also ein Konstrukt, das man sich vorgestellt hat als Medium für Licht. Das Weltall sollte also voll sein mit diesem Äther. Nun, wenn man natürlich sich sowas darstellt, in der Theorie möchte man das auch nachweisen. Und es gab da einen Herr Michelson, der hat zuerst versucht, in jungen Jahren, das ist eine sehr interessante Biografie, versucht die Lichtgeschwindigkeit genauer zu messen, hat es auch sehr gut hinbekommen, nahe dem heutigen Wert, und hat sich dann mit der Frage des Äthers beschäftigt und hat sich eine Konstruktion überlegt. Und zwar hat er gesagt, naja, ich nehme einen monochromatischen Lichtstrahl, also im Prinzip ein Laser, schießt den auf einen halbdurchlässigen Spiegel, der an 45 Grad aufgebaut ist. Das heißt, 45 Grad, halbdurchlässig, das heißt, die Hälfte des Lichtes geht durch, die Hälfte wird reflektiert. Das heißt, wir haben etwas, das hier oben geht und etwas, das durch den Spiegel durchgeht, etwas über die Hälfte. So, nun baut er hier und hier in gleichen Abständen Spiegel hin. Also der ist halbdurchlässig und die anderen sind Vollspiegel. Nun, was passiert? Die werden natürlich reflektiert und werden hier wieder zusammenkommen. So, was war der Gedanke dahinter? Warum baut man sowas? Diese Spiegel haben beides mal den gleichen Abstand, nennen wir es einfach L. Also auch hier. Was war der Gedanke? Naja, man kann sich das mal vereinfacht vorstellen. Wir betrachten mal einen Schwimmer, der versucht, in einem Fluss zu schwimmen. Also sei das hier unser Fluss.
Man kann sich sagen, der Fluss hat eine gewisse Breite, wir nennen die mal L. Nun, unser Schwimmer schwimmt jetzt anfangs einfach mitten im Fluss den Fluss auf und hoch. Also einmal hier und wieder zurück. Das Ganze auch über die Länge L. Jetzt geht es darum, wie lang braucht der Schwimmer für diese Distanz? Das können wir uns überlegen. Ich nenne es mal T parallel, weil er parallel zur Fließgeschwindigkeit unseres Flusses schwimmt. Nun, naja, T, das heißt, wir wissen ja, V ist S durch T. Wir können das umstellen. Das heißt, T ist nichts anderes als S durch V. Also die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke ist also einmal L, wenn er hier losschwimmt. Er schwimmt gegen die Strömung. Das heißt, er hat eine eigene Geschwindigkeit von, nennen wir es C. Mit dieser Geschwindigkeit schwimmt er. Aber weil der Fluss gegen ihn strömt, ist er etwas langsamer und genau langsamer um die Geschwindigkeit des Flusses, nennen wir sie V. Nun, er dreht hier unten um, das soll instantan passieren, also sofort, und schwimmt wieder zurück in die andere Richtung. Jetzt wird er schneller, weil der Fluss ihn mitnimmt. Naja, das heißt, er hat die Geschwindigkeit C wieder, er schwimmt immer noch gleich schnell, und plus V, weil der Fluss ihn antreibt. Wir wollen das mal ein bisschen zusammenfassen, dazu müssen wir das auf den Hauptnenner bringen. Ihr seht schon, C minus V, C plus V, das ist die dritte binomische Formel. Wir kommen also auf C Quadrat minus V Quadrat. Wir müssen die L's da jeweils also mit C plus V und C minus V erweitern. Also L mal C plus V plus L mal C minus V. Das kann man zusammenrechnen, ausrechnen. Wir haben V minus V, das fällt weg. Wir haben also 2 mal C mal L durch C Quadrat minus V Quadrat. Jetzt kommt ein Schritt, der sieht im ersten Moment etwas seltsam aus. Wir sagen, wir wollen 2 L durch C ausklammern. Wenn man das mal durchführt, ich mache es jetzt hier nicht ausführlich, das könnt ihr vielleicht mal von Hand machen, dann bleibt da hinten noch stehen 1 durch 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. Wir werden in der RST noch öfter solche ähnliche Terme entdecken. Nun, was soll das? Naja, wir wissen, wenn V Quadrat durch C Quadrat, wenn das die Lichtgeschwindigkeit sein soll, wenn wir das wieder vergleichen mit vorhin, dann ist C Quadrat die Lichtgeschwindigkeit und V die Geschwindigkeit des Äthers. Der Äther kann nicht schnell sein, das hat man schon rausgefunden. Und dementsprechend, wenn C recht groß ist, das war auch klar, das muss ja deutlich schneller sein als die Schallgeschwindigkeit. Das muss man damals mindestens der Faktor 10, wenn nicht noch mehr, muss es schneller sein. Dementsprechend war klar, dieser Wert wird sehr klein, dieses V Quadrat durch C Quadrat. Somit hat man das einfach sagen können, naja, das ist nichts anderes als 2L durch C mal 1 plus V Quadrat durch C Quadrat. Das könnt ihr auch mal mit kleinen Werten im Taschenrechner ausprobieren. Diese Näherung hier stimmt. Nun, interessanterweise lassen wir jetzt unseren Schwimmer nicht nur parallel zur Fließgeschwindigkeit schwimmen, sondern wir lassen ihn mal senkrecht dazu schwimmen. Jetzt ist das Problem, er soll natürlich diese Strecke hier schwimmen, senkrecht zum Fluss. Damit er das tut, muss er ja gegen die Strömung steuern. Das heißt, er muss im Prinzip hier unten hin schwimmen, damit er da oben landet. Das heißt, er schwimmt eigentlich schräg. Der Fluss drückt immer wieder weiter zurück. So, das heißt, eigentlich hat er nicht die Länge L hier zurückgelegt oder nicht mit der Geschwindigkeit V geschwommen, sondern wir können das einfach ausrechnen mit Pythagoras. Das heißt, unsere Geschwindigkeit hier wäre einfach, naja, das ist die Geschwindigkeit C und das wäre das hier V. Dann haben wir einfach C Quadrat plus, eben das ist C und das war V. Dann ist das da unten C Quadrat plus V Quadrat und davon die Wurzel. Das heißt, wir hätten hier, da er auch gleich hin und her schwimmen soll, die Länge gleich bleibt, haben wir 2L durch C Quadrat plus V Quadrat und dann von die Wurzel. Auch hier versuchen wir das wieder zu vereinfachen, wieder oben
Wir schreiben wieder 2L durch C von Rand. Wir klammern das also aus und gucken, was übrig bleibt. Das ist 1 durch die Wurzel von 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. Wieder so ein ähnlicher Ausdruck. Immer V Quadrat durch C Quadrat. Das ist alles auch wieder sehr klein. Und dementsprechend gibt es auch hier wieder eine Näherung. Wir haben 2L durch C mal 1 plus V Quadrat durch 2C Quadrat. 2L durch C mal 1 plus V Quadrat durch 2C Quadrat. Was uns aber interessiert ist, wir sehen jetzt hier, das sind zwei unterschiedliche Terme für die Zeit. Das heißt, das Licht bräuchte für die gleiche Strecke hier unterschiedliche Zeiten. Wir können Interferenz beobachten. Das heißt, was hier unten rauskommen würde, dürfte nicht gleich hell sein. Vor allem war sein Aufbau drehbar gelagert. Das war in irgendeinem Teleskop, einem Telegrafieamt in Potsdam. Und da konnte das Ding dann drehen. Das heißt, man hätte es so lange drehen können, bis man auf jeden Fall das kriegt. Und vor allem interessante wäre, wenn man das um 90 Grad dreht, tauscht man genau die Position von diesen beiden und müsste dann den doppelten Effekt haben. Also die doppelte Zeitdifferenz. Das heißt, es müsste auf jeden Fall Helligkeitsunterschiede in dem Signal, das hier hinten rauskommt, erkennbar sein. Und das hat er nicht geschafft. Dass da ein Unterschied ist, wir können es auch mal ausrechnen. Delta T soll sein T parallel minus T senkrecht. Wir können das einfach da einsetzen. 2L durch C mal 1 plus V Quadrat durch C Quadrat minus 2L durch C mal 1 plus V Quadrat durch 2C Quadrat. Wir klammern 2L durch C aus. Dann steht hier noch 1 plus V Quadrat durch C Quadrat minus 1 minus V Quadrat durch 2C Quadrat. 1 minus 1 hebt sich genau weg. V Quadrat durch C Quadrat minus V Quadrat durch 2C Quadrat. Nun, dann steht hier noch 2L durch C mal V Quadrat durch C Quadrat durch 2C Quadrat. Wir können das kürzen, da steht hier noch 2L mal V Quadrat durch C hoch 3. Ihr seht also, es gibt einen Term, das konnte er ausrechnen können und hat dann festgestellt, er hat zwar minimale Verschiebungen hier bekommen aufgrund des Versuchsaufbaus, aber das war um Dimensionen von dem, was er ausrechnen konnte, entfernt. Das heißt, Michelson zusammen mit Morley mit diesem Versuch konnte herausfinden, es gibt keinen Äther. Nun, das Problem